Guten Abend und herzlich willkommen zur nächsten Folge Chorprobe zu Hause. Heute sende ich euch die Folge aus unserer Heimatgemeinde, aus der Gemeinde Borna. Der Saal ist frisch renoviert, deswegen heute von hier. Wir starten wieder mit einem kleinen Warm-up und wir begeben uns heute in den Wald. Wir machen einen kleinen Waldspaziergang. Wir marschieren einmal locker los. Alles ist ganz locker. Die Beine sind locker, die Arme sind locker. Wir kreisen ein bisschen abwechselnd. Wir müssen ja erstmal in den Wald hineinlaufen. Und jetzt sind wir in dem schönen Mischwald angekommen. Es gibt Kiefern, es gibt Eichen, es gibt Laub- und Nadelbäume. Und wir bleiben jetzt erstmal stehen und genießen die Waldluft. Wir atmen tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Oh, die herrliche Waldluft. Und gleich nochmal. Wunderbar, wir laufen wieder weiter und wir entdecken eine riesengroße Eiche, 100 Jahre alt mindestens, und wir stellen uns davor und versuchen einmal genauso groß zu werden wie diese Eiche. Wir strecken uns richtig in die Luft, werden ganz groß, genießen die Spannung und lösen die Spannung wieder und kreisen nochmal die Schultern nach hinten und wir haben das Gefühl, wir stehen jetzt genauso wie diese große Eiche ganz gerade und fest da. Wir laufen ein bisschen weiter und wir pflücken am Wegesrand ein paar Blumen. Wir haben hier eine lila Blume und wir riechen einmal daran und dann kommt ein schönes Ah. Einmal den Duft einsaugen. Ah. Und gleich noch einmal. Ah, macht eure Augen schön auf, dass ihr ein schönes A produziert. Wir laufen weiter und wir finden gelbe Blumen. Die riechen nach O, nach einem schönen O. Wir nehmen eine gelbe Blume. O, ja, wunderbar. Wir laufen ein bisschen weiter. Und ich habe mir sagen lassen, es gibt auch Blumen, die riechen nicht so gut. Ich kenne die Namen dieser Blumen nicht, aber es soll wohl solche Blumen geben. Wir pflücken jetzt mal so eine Blume. Da kommt dann natürlich ein I, ja? I! Genau, gleich nochmal bei dem I. Könnt ihr ruhig das Gesicht ein bisschen zusammenziehen und richtig angewidert und kräftig ein I produzieren. Nochmal so eine schlecht riechende Blume. I! Genau, okay, gut. Wir laufen weiter. Das mit den Blumen lassen wir lieber, wenn die sowieso nicht so gut riechen. Es gibt auch Bienen im Wald. Die summen, die summen. Wir atmen einmal tief ein und dann summen, lassen wir die Biene fliegen. Summen, summen, summen auf S. Ich zeige es euch mit an. Und wir versuchen dabei ganz weit zu bleiben. Genau das brauchen wir ja beim Singen. Wir atmen einmal ein durch die Nase. Und Luft raus. Jawohl. Wir haben nochmal eine Biene, die sehr lange summt. Die summt nach ganz oben, nach ganz unten. Gleich noch einmal. Jawohl, sehr schön. Die Biene kann auch anhalten. Manchmal setzt die sich auch auf die Hand und hält an. Und wir bleiben dabei ganz weit. Ich mache euch das, zeige euch das einmal. Wichtig ist, dass ihr dabei nicht aus- und einatmet. Ihr bleibt die ganze Zeit in dieser Spannung. Die Luft reicht locker für ganz viel Hinsitzen der Biene. Einmal mit mir zusammen. Jawohl, okay. Und diese Weite, die ihr jetzt gespürt habt, die brauchen wir ganz häufig beim Singen. Wir laufen noch mal ein kleines Stück weiter. Und es gibt auch Waldheidelbeeren.
im Wald. Da nehmen wir uns auch noch ein paar, pflücken wir uns ein paar und kauen sie genüsslich. Jawohl, die sind sehr lecker. Auf der anderen Seite gibt es noch ein paar Himbeeren, Waldhimbeeren, auch sehr gut. Nehmen wir uns auch noch ein paar. Da, die schmecken ein bisschen tiefer. Wunderbar. Okay, wir laufen weiter. Und ganz hinten kommt uns der Jäger entgegen. Der ruft uns fröhlich zu. Hallo, hallo, hallo. Und zusammen. Hallo, hallo, hallo. Jawohl, und ein Ton höher. Ha. Hallo, hallo, hallo. Ha. Hallo, hallo, hallo. Ha. Hallo, hallo, hallo. Jawohl, jetzt haben wir den genug begrüßt. Wir laufen erstmal ein bisschen weiter. Wir nehmen noch einmal einen ganz tiefen Atemzug. Wir bleiben nochmal stehen. Und jeder stellt sich nochmal vor, er ist die große Eiche. Nochmal einen tiefen Atemzug durch die Nase und wir plustern alles ganz weit auf. Ja, jetzt ist es Zeit, den Wald wieder zu verlassen. Wir laufen ganz gemütlich wieder hinaus. Wir genießen nochmal die schöne Natur. Und jetzt sind wir so richtig fröhlich durch diese gute Waldluft, die leckeren Waldheidelbeeren, an die stinkende Blume denken wir jetzt gar nicht mehr so. Und wir singen noch zum Schluss wohl und froh, wohl und froh. Das ist eine etwas längere Übung. Wir singen sie ein paar Mal, während wir aus dem Wald wieder hinaus spazieren. Ich singe euch noch mal vor. Wohl und froh, wohl und froh. Und alle zusammen. Wohl und froh, wohl und froh. Jawohl. Wohl, wohl und froh, wohl und froh. Noch und jetzt mit dem Gesicht dem Text entsprechend. Wir sind wohl und froh, wir fühlen uns gut. Wohl, wohl und froh, wohl und froh. Jawohl, wir genießen noch einmal den letzten Atemzug im Wald und dann soll es das auch schon gewesen sein mit unserem kleinen Warm-up. Den Rahmen unserer heutigen Probe soll das Lied Der Herr behüte dich bilden. Das ist Chorbuch 159. Ich möchte dieses Lied gerne zu Beginn der Probe mit euch singen, danach ein wenig üben und gemeinsam proben. Und ganz am Ende soll dieses Lied dann das Schlusslied der Chorprobe sein. Wir werden zunächst gemeinsam mit unserem virtuellen Chor einen Durchlauf singen. Das Lied hat ja nur eine Strophe, einfach einmal von vorn bis hinten durch. Und dieses Mal bildet den virtuellen Chor ein Doppelquartett aus unserer Gemeinde. Viel Spaß! Du, du, du. Ausgang und Eingang von Not.
gar nicht kennen oder noch nie gesungen haben, wird es zunächst nochmal einen etwas langsameren Durchlauf am Klavier geben. Ihr könnt gerne etwas mitsingen zu Hause oder mitsummen, wie ihr das gerne möchtet. Wir gehen jetzt einmal in die Stimmen etwas einzeln rein und zuerst hätte ich gerne die Tenöre und die Bässe auf Ma. Von Beginn an. Eins, zwei und. Chorliederbuch gibt es hier auch wieder eine kleine Änderung in Takt 5. In Takt 5 hat hier der Alt und der Tenor einen veränderten Ton gegenüber der älteren Fassung. Der Tenor darf gleich auf den höheren Ton, auf das E gehen, auf der CZ 4 auf dem Wort der. Das spiele ich euch nochmal vor. Davor habt ihr Tenöre ganz lange einen Ton, immer Ton C. Ich beginne mit Auftakt zu Takt 4. Er behüte deine Seele. Er behüte deine See. Achtung! Der Herr behüte deinen Haus. Genau, so und so weiter. Das ist, war nur einmal kurz die Aufmerksamkeit darauf gelenkt und auch der Alt wechselt dann gleich in diesem Takt nach oben. Apropos Alt, wir nehmen gleich mal den Sopran und den Alt auf der Silbe No. Manche Chöre wollen da gerne nochmal atmen bei Ausgang und Eingang. Da würde ich gerne durchgehen. Das nächste Atemzeichen kommt auch erst in Takt 9. Das schaffen wir gemeinsam. Jetzt hätte ich gerne einmal eine Fassung, wo alle wieder die Melodie singen. Erinnert euch, das habe ich in der letzten Probe schon gemacht. Das mache ich sehr gerne, damit alle einmal die Melodie kennenlernen. Jeder in seiner Lage. Auf Text jetzt ruhig. Auf Text des Liedes Der Herr behüte dich. Eins. Thank you.
zwar jetzt ohne den Sopran, jetzt ohne die Melodie, der sogenannte Unterchor, alle Stimmen außer Sopran, Alt, Tenor und Bass bitte auf Text. Sehr schön. Und zum Schluss fassen wir das zusammen und singen einmal alle gemeinsam, alle vier Stimmen, jeder in seiner Stimme, auf Text und versuchen uns alles zu merken für den Schlussdurchgang dann ganz am Ende der Probe. Dürft ihr dieses Lied mit unserem virtuellen Chor gemeinsam singen. Vielen Dank! Als nächstes möchte ich gerne mit euch singen Chorbuch 124. Ihr könnt es erstmal in Ruhe aufschlagen. Ich denke, dass nicht alle dieses Lied kennen. Ich denke, dass es in manchen Gemeinden noch unbekannt sein wird. Es ist ein kurzes Lied, ein sehr schlichtes Lied, aber ich finde ein sehr zu Herzen gehendes Lied. Auch der Text, es eignet sich so wunderbar vor dem Gottesdienst oder als Lied nach dem Bibelwort. Und ich möchte es euch einmal erstmal am Klavier vorstellen. Hausbau von unten. Wir beginnen diesmal mit dem Bass. Bitte alle Bässe auf Ma. Eins, zwei, und. Es gibt viele Lieder, da steht nur ein Ton da und ich erlebe es trotzdem immer wieder, dass die lieben Bässe den tieferen Ton gerne singen. Macht das bitte nur, wenn es da steht. Hier dürft ihr es machen. Wir nehmen den Alt dazu, Alt und Bass gemeinsam. Wir bleiben auf Ma. Eins, zwei, und.
Jawohl, wir nehmen jetzt zunächst den Sopran. Einmal nur der Sopran. Ihr könnt auf No singen. Das ist euer Ton. Eins, zwei und. Als markante Stimme den Tenor, damit ihr eure Stimme noch mal gut hört. Alt, Tenor und Bass. Wir bleiben auf No. Eins, zwei und. Aber ich bin mir sicher, dass ihr das schafft. Wir nehmen jetzt nochmal die zweite Strophe mit Alt und Bass und danach singen wir alle gemeinsam. Zweite Strophe bitte, Alt und Bass. Nimm mich hin. Eins, zwei, oh. So machen, wie es der Text von uns erfordert. Das ist oft so bei Liedern, die mehrere Strophen haben, dass man die Strophen unterschiedlich gestaltet, je nachdem, wie die Satzführung, wie die Kommasetzung ist. Ihr werdet das sehen, ich werde das Lied gleich dirigieren, ihr werdet unseren virtuellen Chor hören und ich gebe mir die größte Mühe, euch alles anzuzeigen. Ihr habt es jetzt schon ein paar Mal gesungen, ihr könnt sicherlich schon mit einem Auge auf den Fernseher oder den Laptop oder das Handy schauen. Und wir können jetzt gemeinsam nochmal beide Strophen singen von diesem schönen Lied 124 mit unserem virtuellen Chor gemeinsam. Oh.
so viel geprobt. Jetzt habe ich mir ein Lied rausgesucht, was sicherlich alle von euch kennen. Mal wieder so ein Klassiker. Ihr merkt schon so ein bisschen mein Steckenpferd. Und zwar Chorbuch 213. Das Lied Meine Seele ist stille zu Gott. Ich denke, ihr werdet es alle kennen. Ihr werdet es alle singen in euren Gemeinden. Und wer nicht, der lernt jetzt noch schnell ein schönes Lied kennen. Dieses Lied möchte ich heute gar nicht mit euch proben. Wir haben es mit unserem virtuellen Chor eingesungen und ich möchte es gerne einfach mal zwischendurch mit euch singen, zur Entspannung und auch zum Genießen dieses schönen Textes. Ihr werdet ein Bild sehen, ihr werdet unseren Chor hören und könnt einfach ein bisschen mitsingen. Vielleicht kümmern wir uns ganz am Ende noch mal kurz um den Alt. Ihr habt beim Takt Fallen ein etwas Wirrwarr mit Kreuz und Auflösungszeichen. Das sollte so klingen, ab dass ich nicht fallen werde. Dass ich nicht fallen werde. Das können die Altistinnen gleich noch mal mitsingen. Und jetzt
können wir wirklich zu dem Moment kommen, wo ich sage, wir singen das Lied einfach mal zwischendurch, ohne es groß zu proben. Diesmal wieder mit unserem virtuellen Chor und ihr seht mich auch dieses Mal dirigieren. Ihr könnt also auch ein bisschen zu mir schauen. Viel Spaß! Wir sind schon wieder beim letzten Lied der heutigen Chorprobe angelangt. Das letzte Lied für heute Abend soll sein Chorbuch 193, Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Das Lied ist komponiert von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Ihr seht es auch im Chorbuch, steht es auch aus dem Elias, aus dem Oratorium. Ein großes Werk für Chor und Orchester. Und was vielleicht interessant ist zu wissen, zu dieser Zeit und in diesem Genre war es üblich, dass die Chöre sehr groß waren. Also nicht selten bestanden die Chöre aus mehreren hundert Sängern. Und Mendelssohn hat es auch selber so aufgeführt, diese Werke. Ihr könnt euch also ein bisschen vorstellen in eurem Wohnzimmer, dass ihr jetzt mit mehreren hundert Leuten dieses Lied gemeinsam singt. Ihr kennt dieses Lied sicherlich alle, aber habt vielleicht auch schon gemerkt und vielleicht auch in euren Chören bereits geprobt, dass es eine Änderung zum alten Chorbuch gibt. Im Prinzip ist es keine Änderung, sondern das alte Chorbuch war die Änderung, denn dieses, was wir jetzt haben, ist sozusagen das Original, so wie es von Mendelssohn geschrieben wurde. Da sind ein paar Noten etwas länger, ein paar Noten etwas kürzer. Hauptsächlich ist da der Rhythmus etwas verändert. Das war im alten Chorbuch angepasst und hier ist es wieder rückverändert auf die Ursprungsversion. Wir singen einfach einmal gemeinsam alle mit dem Klavier zusammen auf Text alle Stimmen. Manche waren vielleicht überrascht über den ein oder anderen doch sehr langen Ton. Zum Beispiel gleich in der ersten Zeile bei dem Wort Herrn. Vier Schläge hat diese Note und das war früher nicht so und das ist erstmal sehr ungewohnt, das so zu singen. Wir beginnen mit der Probe, indem wir einmal den Sopran und den Bass hören. Wir gehen hier nicht auf irgendwelche Silben, sondern wir singen gleich auf Text, Sopran und Bass und ich
ich zähle immer mal ein bisschen mit zwischen rein, wenn es prekär wird, wenn es sich was geändert hat. Ich möchte gerne, dass wir da drüber gehen. Und die dritte Veränderung ist dann in der letzten Zeile bei Schanden. Die geht aber relativ gut zu singen, da muss man nicht so viel üben. Hört euch doch bitte alle gemeinsam nochmal die zweite Zeile an. Da mache ich euch nochmal kenntlich, wie das jetzt verändert ist. Ich spiele Auftakt zu Takt 5. Immer anders gesungen hat. Schön, wir nehmen einmal den Unterchor, die Altistinnen, Tenöre und Bässe von Beginn an. Gemeinsam in unseren Gemeinden musizieren, dann könnte das wieder zu Unruhen führen, genauso wie es in dem Takt steht, die Unruhe, dass es einfach ein komisches Gefühl ist, wenn eine andere Stimmgruppe, die sonst immer unter oder über einem singt, wenn sich das plötzlich überschneidet. Deswegen habt dort Mut und wir singen nochmal die Stimmen einzeln, sowohl den Alt als auch den Tenor. Zunächst den Tenor, Auftakt zu 5. Und wird den Gerechten nicht ewiglich. Eins, zwei, und. Tenöre, ihr könntet euch den Ton merken von Beginn an der Zeile, wenn ihr das schafft im Takt 5. Habt ihr diesen Ton, zu dem ihr bei In Unruhe müsst, schon mal bei den Gerechten gesungen? Ja? Wird den Gerechten nicht ewiglich in Unruhe? Ja, ich denke, das ist vielleicht eine kleine Hilfe. Und dann nehmen wir nochmal den Alt, Auftakt zu 5. Eins, zwei, und. Sonderstellung.
Alle anderen singen einen anderen Rhythmus als ihr. Ihr dürft in Unruhe lassen. Während die anderen, die das Wort Unruhe schon eine Zählzeit früher sprechen, seid ihr die Einzigen, die es hinterher sprechen. Ihr dürft es auch genießen, diese Stelle. Wir haben den zweiten Teil jetzt noch nicht geprobt, das holen wir jetzt nach. Wir singen alle bitte einmal ab Auftakt zu Takt 9, denn seine Gnade reicht. 1, 2, und. In Takt 14 ist das, bei Schanden. Da haben wir zuerst eine Viertel, dann eine halbe Note. Da können wir noch schön aufpassen, da seht ihr auch drüber so ein kleines Decrescendo, dass wir trotzdem das Wort so betonen, wie man es sprechen würde. Man spricht es Schanden und nicht Schanden, so wie es jetzt hier in den Noten steht. Also wir singen trotzdem die Betonung auf die 1. Und alles einmal gut geprobt, sodass wir alles wieder zusammenfassen können, gemeinsam mit unserem virtuellen Chor. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem vorletzten Lied für heute Abend, bevor dann das Schlusslied kommt, was wir ja schon am Anfang geprobt haben. Viel Spaß! Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten nicht ewig in Unruhe lassen, denn seine sehr schön. Bevor wir nun zum Schlusslied kommen, möchten wir euch auch wieder einen Ausblick geben auf die kommende Woche. In der nächsten Woche wird wieder Martin die Chorprobe zu Hause leiten. Und was er sich für euch vorgenommen hat für die nächste Woche, das wird er euch selber sagen. Nur noch eine Probe bis zur Sommerpause. Und für diese Probe haben wir uns wieder eine Überraschung für euch überlegt. Oder besser gesagt, einen Überraschungsgast. Herzlich willkommen, Volker aus Berlin. Hallo, ich bin Volker Hedfeld aus Berlin. Es ist mir eine Freude und eine wirkliche Ehre, als Gast bei Chorprobe zu Hause teilnehmen zu dürfen. Als Thema für unsere Probe am 29. Juni habe ich uns krumme Takte oder Taktwechsel ausgesucht. Ein Thema, das vielleicht bei dem ein oder der anderen so Berührungsängste auslösen könnte. Lasst uns zusammen herausfinden, warum diese Musik so toll ist und dass sie unbedingt auch in unseren Gottesdiensten aufgeführt werden sollte. Also große Vorfreude und bis zum 29. Tschüss! Nach der Probe mit Volker am kommenden Montag gehen wir erst einmal in die wohlverdiente Sommerpause. Und wenn alles klappt, dann sehen wir uns am 31.08. zu einem weiteren Special Moderne Kirchenmusik wieder. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bleibt gesund und bis bald. Vielen Dank, Martin. Das klingt ja wieder sehr verheißungsvoll. So können wir uns alle schon wieder auf nächsten Montag freuen. Ich werde auch wieder dabei sein, natürlich auch im Live-Chat. Wer also mit mir schreiben möchte, kann das auch tun.
Jetzt werden wir zum Abschluss, wie ja schon angekündigt, gemeinsam nochmal Chorbuch 159 singen, Der Herr behüte dich. Ich habe mir natürlich dieses Lied auch nicht ohne Grund herausgesucht, denn der Text ist einfach wunderschön. Und ich möchte mit euch gemeinsam jetzt dieses Lied singen zum Abschluss. Auch hier greift wieder mein Steckenpferd, die Probe nicht mit Sprechen, sondern mit Singen zu beenden. Ich wünsche euch eine tolle Woche, kommt gut durch die Zeit, genießt die Sonne, bleibt fröhlich und wir sehen uns hoffentlich bald. Tschüss! Yeah.